Hallo. Guten Abend. Moin. Salü. Hallo. Wie geht's? Huhu. Erstmal die Musik ein bisschen leiser schalten. So. Kurz schauen, ob der die Kamera sitzt. Ich denke schon. Ich habe zwar nur so 100 mal 80 Pixel oder so, die ich da gerade gesehen habe, aber die Tür ist offen, also alles gut. Ja, die Tür ist so offen. Frag dich nur, ob die Tür, also der Durchgang vor oder hinter der Tür von dieser Kameraperspektive aus liegt. Ach ja, schön. Uns geht's gut. Ja, doch, uns geht's gut. Lange Tage diese Woche irgendwie. Es ist Dienstag. Musst du uns foltern? Nein. Oh je. Nein, alles gut. Ja. Und? Sonst du? nee, kleinen Moment, ich starte gleich. Kleinen Moment, das lese ich jetzt gleich wieder im Chat, da ist nur gerade ein Fenster drüber. Die arbeitet halt bis 6. Yeah. Oder so. Jedenfalls bin ich bis dahin mit Bibi alleine. Alleine. Mit einer anderen Person. Aber er ist zu Hause, das hilft schon. Ja. Homeoffice ist da doch zumindest tauglicher, was das angeht. Tada. Ein bisschen Klavierspiel. Habe ich noch was zu trinken hier? Ja, ich trinke mal kurz was und starte das Spiel. Ach stimmt, wir hatten schon in Hollow Bastion. Wir hatten schon angefangen in Hollow Bastion. Oh, der hat sich sogar den Mokri-Raum gemerkt. Wunderbar. Wir hatten den ersten Story-Fetzen schon mitgekriegt. So ganz grob introducing. Nein, wie heißt denn das? Jetzt sind wir doch ein bisschen laut. So ganz grob Einführung in die Person hier, Schöne und das Biest.
Und wir haben zwei Optionen, Tür 1 und Tür 2. Muss auch mal wieder ins Kampfsystem reinfinden, aber mit F drücken sollte das meiste kein Thema sein. Ui, wieder ein großer Raum. Gravitas, Stufe 3. Naja. Nein, so war das nicht gedacht. Hehe. Erwischt. Höhö. Na toll, bei fliegenden Gegnern ist... Ah, dieser Schwertangriff von Cloud so ungefähr aus dem ersten Teil. Der ist ja wunderbar, um Gegnern schön Schaden zuzufügen. Aber... Naja... Der trifft halt keine fliegenden Gegner. Ach ja, stimmt, ich habe das Ding hier, ne? Da stellt... alle Magiekarten wieder her. Platt wie eine Flunder. Aber ich bin mal tatsächlich gespannt, wie lange der Teil, also das Spiel hier noch... Also, wie lange das Spiel hier noch geht, weil... wie lange das Spiel hier denn noch geht, weil zum Beispiel, wenn wir es mit dem ersten Teil vergleichen, na toll, da war es ja so, dass man die ganzen Welten noch ein zweites Mal besucht hat. Oder einige Welten zumindest. Und... ach. Und ich weiß nicht, wie viel Spielzeit man hier drin versenken kann, wenn man bedrängt, dass das hier eigentlich eher für doch eher schwächere Hardware alles ausgelegt war. Mal gucken. Wir werden es merken. Ich bin halt nur gespannt, weil... ich würde halt lieben gerne zu Kingdom Hearts 2 kommen. Bin aber durchaus noch gespannt, was hier bei dem nächsten Spiel kommt. Wir sind ja mal gerade erst beim zweiten, so blöd das klingt. Okay, das hat nicht so gut funktioniert. Na toll, hör auf, so rumzufliegen. So, hier ist wieder ganz viele Karten. Oh, eine neue Roulette-Raumkarte wäre natürlich auch nicht schlecht. So, erstmal hier wieder was mitnehmen. Entschuldigung. Ups. Den habe ich nicht gekriegt, oder? Nein. Oh Mann. Manchmal nervt mich die Allergie doch genau im falschen Moment, weißt du? Nur zwischendurch immer bei der Arbeit sozusagen ein bisschen Anflug von Allergie gehabt. Dann ganz wieder komplett Ruhe und natürlich jetzt. Jetzt kommt's wieder. So, da unten haben wir noch einen großen Gegner. Force.
Ja, ich erwisch mal einen von den Gegnern hier. Hey, hey. Und eine Roulette-Karte. Nein. Oder doch? Nee. Hat ihn nicht erwischt. Das erwischt ihn aber. Hehe, jawohl. Wunderbar. Nee, die wollte ich eigentlich nicht haben. Das ist erstmal eine Karte, dass ich hier, glaube ich, nicht die erwischt, die ich haben wollte. So, was haben wir hier für eine? Ah, genau die richtige. Da geht's weiter mit der Story. Eine Joker-Karte dafür opfern. 7-mal falscher Schatz, 30-mal bewachter Schatz. Also ich brauche irgendeine blaue Karte. Nehme ich eine von den 13 hier. Ist ja irgendeine blaue Karte. So, und dann noch eine Karte mit 3 oder weniger. Tada! Die Bibliothek. Wer seid ihr? Hat euch Malefiz auch entführt? Nicht ganz. Ist eine lange Geschichte. Warte mal. Du wurdest also entführt? Du willst gar nicht hier bleiben? Ja. Nein. Ich will nicht hier bleiben. Hä? Wieso denn ist das ja? Die Hexe Malefiz hat mich gezwungen mitzukommen. Ich habe hier niemanden zum Reden. Nur Bücher lindern meine Einsamkeit ein wenig. Und dann ist da noch Eher. Ich vermisse ihn so sehr. Du meinst das Biest? Wo warst du dann vorhin? Warum, wieso warst du dann vorhin so gemein zu ihm? Stimmt, du hast ihn sehr verletzt. Ihr versteht das nicht. Er darf nicht wissen, was ich wirklich fühle. Wieso nicht? Naja, weil... Oh nein, sie kommt. Versteckt euch schnell. Wir haben jetzt keine Zeit für Erklärungen. Versteckt euch. Natürlich. Oh, guten Tag, Malefiz. Was führt dich hierher? Oh, da wird noch unter den Bösenwichten wird geduzt. Er war hier, nicht? Er hat sein Leben riskiert, um dich zu retten. Wieso hast du ihn abgewiesen? Ich will seine Hilfe nicht. Und warum nicht? Weil ich viel zu eitel bin. Das weißt du doch genau. Ich gehe dir nicht in die Falle. Dann bleibt mir nichts übrig, als dich um seine Hilfe betteln zu lassen. Ah, sie ist entwischt. Was machen wir jetzt? Ihr helfen natürlich, was denn sonst? Schlüssel der Fügung. Da oben ist direkt der nächste Dingensraum, okay. Ach. So, einmal wieder alle auf dem Boden, aber diesmal erzwungenermaßen. Ist zu früh F gedrückt. Was das? Nee, war nicht. Na toll. Komm ran hier. Na. Allmächtige Dunkelheit schon wieder. Aber diesmal nicht aus dem Roulette. Donald. Yeah, it's over.
Wie der Gegner. Nein. Ach Mann. Das hat nicht so ganz funktioniert. Na toll. Ich sollte mich im nächsten Kampf mal wieder heilen. Ey, Stufenanstieg. Sehr schön. Jetzt KP oder LP? Ich würde immer weiter KP. Plöpp. Na toll. Ja. Plöpp. Und weg. Alle weg. Wunderbar. Ja, man kann es ja mal versuchen. Eine Leiter. Und da ist die Tür. Schön, dass dieser Raum auch noch gar nicht definiert ist und deswegen da unten steht unbekannter Raum. Weil wir den ja gar nicht absichtlich geöffnet haben. Sondern durch die Verschiebung aus diesen Räumen dahin kam. Doch, die einzige Attacke, die hier durch das Vieh durchgeht. Ja. Damit schon mal einiges getroffen und... Hep, weg mit euch. Allerdings hat es den jetzt nicht getroffen. Huch. Ist ja wie der Schatten durch aufgetaucht. Palurche. Und irgendein Schatz war das. Falscher Schatz. Eieiei. Greife ich den an? Nee, ich glaube nicht. Ich wäre eigentlich auch nicht so... Ich will erstmal schauen, hier, was hier nachkommt. Ob wir wieder ein neues Kartenset bekommen oder... Oder was da los ist. Gravitas 1. Naja, gut. Also. Ja gut. Kämpfe, die ich aus dem Weg gehen kann, versuche ich aus dem Weg zu gehen. Sagen wir es so. Stopp, schnell, einfach, Mogi-Raum. Nein. Ui, wir können ja gleiten, stimmt ja. So, eine grüne Stufe 3er Karte, Raum der Begegnung, schwupp. Eine rote Stufe 7er Karte. Hehe. Ja. Wir hatten keine 7er und keine 8er roten Karten mehr. Ja gut, dann müssen wir nochmal kurz einen Ticken zurück zu dem Roulette-Raum. Speichern kann ich natürlich trotzdem einmal an diesem Punkt.
Stufe 46 haben wir dann jetzt neu. Das wird doch. So, 8er Plus Karte können wir aber auch hier mit irgendwo machen. Der Raum sah aber vorhin noch anders aus, oder nicht? Hä? Bin jetzt der... Hä? Der Raum mit der... Mit dem Roulette-Raum ist... Der Roulette-Raum ist weg. Was soll das? Das hat irgendwie nicht so gut funktioniert. Das auch nicht. Na toll. Finale konnte ich irgendwie nicht machen. Ich hau mal alles rein hier. Ich wollte mich erstmal um das stationäre Ding da kümmern. Erledigt. Lebenspunkte. Ja gut, das hilft so natürlich erstmal relativ wenig. Jetzt komme ich nicht mehr zurück. Ah. Ich hasse diese fliegenden Gegner dafür, dass die dem Schockding so einfach ausweichen können. Hey, da gibt's jetzt Donald Stufe 3. Wow. Donald, du bist ein Held. Irgendwas habe ich umgenietet, aber gesehen habe ich es nicht. Oje. Erholt, na ganz toll. Gib mir meine Angriffe wieder. So, erstmal das Vieh weg. Das wird nix. So. Eieieiei. Stunde des Magiers. Jetzt brauche ich aber immer noch eine rote 7er Karte, ne? Also 7er Raumkarte.
Ah, jetzt lass mich doch mal endlich die Viecher hier oben umnieten, bevor ich da mit meinem Gravita-Feuerzauber und Eiszauber da die Gegner wieder herstelle. Genau so zu sagen. Oh. Natürlich vorteilhaft. Immer noch keine rote 7er Karte. Allgemein sind die roten Karten relativ wenig geworden, ne? Na toll. Das hat ja schon mal so überhaupt gar nicht funktioniert. Nehme ich wenigstens sowas mit, na danke. Ne, warte mal. So? Ja, ich glaube schon. Was hier bei den Gegnern natürlich super viel bringt. Gut, das war eine ganz kleine Verschwendung von Zeit und Ressourcen. Oh je. Ei. Eine rote 1er-Karte. Stimmt, konnte man nicht auch eine 0er-Karte dafür nehmen? Aber es war so ein Gleichheitszeichen, ne? Das ist wiederum was anderes. Na, mal gucken. Nee. So. Noch eine rote Karte und noch eine 1er-Karte. Wer jetzt wirklich auf diesen einen Kartentyp wartet. Also hier, ja gut. Und die unterste Ebene. Halt die irgendwas... Überraschendes bereit, außer ganz viele weitere Kämpfe. Oh. Na toll. Wie der jetzt manchmal automatisch anvisiert, das finde ich ja doof. Nein. Warum dann nicht so? Jetzt hör mal auf da. So. Roulette-Raum, Stufe 5. Irgendeine Sturmkarte, also Ero. Ach ja, toll, das bringt super viel. Einer weg. Einer weniger. Oh, ich hätte auch mal wieder Lust, Sins of a Solar Empire zu spielen. Und irgendwie schön mit Spam-Fregatten. Ach, naja. Ein andermal. It's over.
Na toll. Und eine blaue Karte. Das war's. Mehr haben wir hier nicht. Hier nochmal unten lang laufen, aber ich glaube, das war's. Jo, was mache ich denn jetzt? Eine 7er rote Raumkarte. Oder ich versuch's nochmal mit den 0er Karten. Sechs plus eins geht auch nicht. Ach, sowas Doofes. Das ist wirklich schon ein bisschen doof. Und rote Nullerkarte. Oh wei. Ups, ja, es war ein bisschen zu früh. Oh, trotzdem noch zwei mitgenommen. Stufenanstieg, nice. Na toll. Und weg. Ich trinke mal ganz kurz was. Es ist mal wieder furchtbar warm hier drin, ne? Okay, ein Angriff basierend auf unfassbar teuren Itemkarten. Ich weiß ja nicht. Nee, ich weiß ja nicht. So, jetzt habe ich immer noch keine rote 7er Karte. Na, dann gehen wir halt nochmal ein bisschen in die anderen Räume hier. Einmal zurück und dann nach links und dann sind noch ganz viele weitere offene Räume. Warte mal. Ich bin so ein Depp, das ist ja noch nicht mal ein Storyraum. Das ist ja sogar nur ein... Habe ich überhaupt so eine goldene Karte wieder? Ja, okay, ich habe schon eine. Ja, okay. Den Schatz nehme ich natürlich trotzdem mit. Aber dafür brauche ich halt auch so eine Karte. Und ja, ich sollte vielleicht mal wieder daran arbeiten, ein bisschen was an dem Deck zu machen.
Immerhin eingetroffen. Und eine rote Fünferkarte. Hat er sich ernsthaft gemerkt, was sich hier umgenietet hat? Oder sind hier tatsächlich einfach nur gerade wenig Gegner? Obwohl hier drängende Dunkelheit eigentlich ist. Also müssten sogar mehr Gegner hier sein. Okay. Doch, wo geht's denn hier lang? Wirklich eine 7er Karte? Ne, 7 und plus. Hier, schwarzer Raum kriegt eine 8er, 9er Karte, wo das? Achso. Natürlich habe ich jetzt auch so eine Karte dann, ne? Na toll. Na gut, treffen tue ich den Gegner. Bringt nur leider nichts. Achso. Na toll. Okay, und was gibt's? Friedlicher Schatz. Oh, nice. Doch, auch mal wieder. Was ist das für eine... Ach, das dürfte die andere Story-Raumkarte sein, ne? Aber 7 plus. Okay, das können wir... Das ist ja kein Thema. Irgendeine... Starke Initiative. Wo haben wir denn relativ viel von den grünen Karten? 5 von denen hier. Ja. So, 7 plus... Hätte da, also, ja, egal. 8. Und Schlüssel der Fügung. Story relevant. Das ist neue prüfungsrelevant. Worauf wartest du? Ruf ihn. Nein, ich werde nicht zulassen, dass du dich was tust. Oh Gott. Die Stimme, ey. Dann bringe dich zum Schreien. Dieser Narr wird sofort angerannt kommen, wenn er dich hört. Genug jetzt. Das Biest ist nicht der einzige, mit dem du es zu tun bekommst. Verschwinde, Kleiner, du hast hier nichts verloren. Es sei denn, du möchtest auch mitschreien. Ja. Wenn der Rohling eure Angstschreie hört, wird er mir in die Arme laufen. Spar dir die Mühe, Malefiz. Du bist hier? Nein, das darfst du nicht. Ich hatte dir doch gesagt zu gehen. Lass mich in Ruhe. Ich möchte dich nicht wiedersehen. Bell. Wie kann sie nur so etwas sagen? Was ist mit der Kamera heute los? Jetzt verschwinden wir schon im Boden. Jetzt wäre es natürlich cool, wenn man jetzt noch im Untergrund irgendwas sehen würde, was da eigentlich nicht vom Spieler entdeckt werden soll. Na gut, wenn du so empfindest, dann werde ich das akzeptieren. Mein hässliches Äußeres ist bloß die Strafe dafür, dass ich so egoistisch und unfähig zu lieben war. Ich wurde in ein Biest verwandelt, das niemand liebt und wurde nur noch egoistischer. Hm.
bis ich dich traf, Bell. Kein Mensch außer dir hat mich je akzeptiert. Nach und nach erwärmtest du mein kaltes, egoistisches Herz. Nie werde ich die Zeit, die wir gemeinsam verbrachten haben, vergessen können. Tut mir leid, aber ich kann dich nicht zurücklassen, auch wenn du mich dafür hasst. Das ist meine letzte egoistische Tat. Oh, Beast. Sieh an. Nie hätte ich gedacht, dass sich hinter solch Hässlichkeit ein so schönes Herz verbirgt. Das schreit nach einer Planänderung. Beast, ich werde mir dein Herz statt Bells holen. Nein, nee. So viel zur Planänderung. Ich bleibe bei Bells Herz. Es scheint, ihre kalten Worte waren ein Spiegel ihrer wahren Gefühle. Haha, sie liebt dich, Beast. Ich spüre, wie ihr Herz für dich schlägt. Du elende Hexe, gib sofort Bells Herz frei. Nö. Wo ist sie? Sie ist da lang, dorthin habe ich ihren Schatten huschen sehen. Teleport, Schatten, naja. Was macht die hier eigentlich? Wir haben keine Zeit zum Reden, wir müssen sie sofort verfolgen. Ihr helft mir? Na klar doch. Nach dem, was du eben gesagt hast, müssen wir dir helfen. Los, holen wir uns Bells Herz zurück. Na und ob? Schlüssel des Seins. Der Bosskampf. Gegen Malefiz. Oh, wir sind im Mokri-Raum. Das ist natürlich auch eine gute Option, um Karten zu kaufen. Wow. Falsche Tastenkombination gedrückt, mehrfach. Will ich irgendwas loswerden an Karten? Diese ganzen... Naja. Ach nee, nicht die hier. Müssen wir ganz kurz auf die Karte schauen. Wo sind wir jetzt? Wir sind ganz nach unten geraten. Also hier nochmal, nach oben in die Richtung. Die Tür ist gar nicht hier oben. Die Tür ist da unten. Ja, da kommt man auch hier richtig gut dran, ne? Ach, der hängt sich da dran. Okay, alles klar. So, und jetzt nochmal in die Richtung und dann geradeaus weiter. Wir brauchen ja immer noch eine rote 7er Karte. Ach, da oben hat's Ist eigentlich was, wenn man die ausschaltet? Hilft das was? Ja, das hilft was. Blaue Karte, friedlicher Schatz. Yay. Die nehme ich sehr gerne, weil... Ja, kann man einfach rumlaufen, ein paar Mori-Punkte sammeln und... Hey! Kann es sein, dass die wandern im Raum? Ja gut, ich warte da mal. Eine blaue Karte. Nochmal. Kann es sein, dass wir von denen einfach nur friedliche Schätze bekommen? Mich deucht, da ist ein bisschen... What am happening? Eine gleich Nuller Karte. Allmächtige Dunkelheit.
ist denn die allmächtige Dunkelheit? Ist hier überhaupt keine Dunkelheit? Ah. Schon erledigt. Mal zwei starke Initiative. Eine grüne Fünfer. Nein. Oh. Das Biest haben wir jetzt auch noch nicht so oft hier als Karte gehabt. Kommt vielleicht durch, vermutlich eher durch den Story-Fortschritt. Jawohl. Keine Raumkarte. Ah. Lass mich raten, wir haben bei... immer noch keine 7er Karte. Ich gehe mal welche von den bewachten Schätzen hier ab. Ich könnte natürlich auch eine Joker-Karte dafür benutzen. Wenn ich hier halt echt nichts mehr finde, dann... ja. Was war das? Iros-Schlüsselschwert. Alle weg. Und es kommen neue. Das ist mal wieder ineffektiv gegen fliegende Gegner. Nichts getroffen. Meine Güte, was ist nur los hier? Und ich sollte mal dringend wieder heilen. Toll, jetzt hör auf, dich da zu verstecken. So ein Baby zu Brett schaut also nicht mehr zu. Ja, gut. Okay. Ja gut, im Moment bin ich gerade nur am Kämpfen. Ach. Aha, es gibt hier noch mehr. Ja, toll. Bewachter Schatz. Oh. Lebenspunkte. Mogri-Punkte. Schattenlurchen. Wer ist denn zu früh gestartet? Na toll. Komm
Komm mal irgendwie ran hier, halbwegs, ne, oder so. Ah, jetzt hör auf, da so rumzufliegen. Och nö. Völlig unnütz die Angriffe. Hm, okay. Rote 7er Karte. Rote 7er Karte. Nein, das ist keine rote 7er Karte. Ups. Na toll. Ganz viel auf einen Streich. Erledigt. Das ist auch wieder eine blaue Karte. Schon wieder ein bewachter Schatz. Wieso kriege ich jetzt ganz viele von diesen bewachten Schätzen? Ich bin die doch gerade erst losgeworden. Drei habe ich zwar noch frei, aber ich möchte trotzdem vielleicht nochmal die ein oder andere loswerden. Jetzt mal zwei Richtungen. Norden und Süden. Naja, gut. Je nach Norden wird die Boss-Variante sein. Das heißt, ich gehe erstmal nach Süden. Wenn halt gar nichts geht, dann schauen wir mal wegen der Joker-Karte. Ich krieg den Dicken nicht. Och nö, jetzt hat er auch noch so eine Superkarte angewandt. Dann lass es mich halt anders formulieren. Geh runter. Wieder relativ kleinen Raum. Ja, zumindest ist der Raum eher hochkant als sinnvoll. Achso, Premium-Karte. Muss ich wieder irgendeine von meinen Karten opfern. Opfere meine Monsterkarte Stufe 4 und eine andere Monsterkarte Stufe 4, um eine Monsterkarte mit Stufe 7 zu erdingsen. Nehmen wir jetzt irgendwas an. Gleich so eine teure. Ja, mal gucken. Force. Yeah. It's over.
Oh, das hat ganz gut funktioniert. Hehe. Oh. Oh, wo ist eigentlich jetzt diese Premium-Karte gewesen? Habe ich die gerade irgendwann zwischendurch verfeuert, ohne sie zu sehen? Nein. Wieder eine blaue Karte. Ah. Ich will eine rote 7er Karte. Ansonsten nehme ich wirklich gleich die Joker Karte. Irgendwann muss ja auch mal gut sein. Junge, das ist ja schon wieder nix. Na toll. Ach, da ist die Premium-Karte. Okay. Hey. Nachtschrei. Ah, sehr schön. Und vor allem sehr hochwertig. Sehr schön. Schon wieder ein Stufenanstieg. Sehr schön. Weißt du was, dafür reicht die auch. So. Ich gehe wieder auf KP. Mittlerweile dürfte ich einiges an neuen KP haben. Ich habe die beim letzten Mal ja, glaube ich, auch schon nicht mehr genutzt. Also nicht aktiv, ausführlich. Nicht großartig drüber nachgedacht, wie ich die verwende. Na toll. Und noch eine nicht rote 7er. Gut, das ist halt auch schon sehr speziell. Aber naja. Mit dem beim Laufen einfach die Beine höher. Na toll. Die Beine höher heben als ihren Kopf. Und eine rote Dreierkarte. Ach, herrje. Na gut, dann geht sie wieder raus. Dann nehme ich jetzt die Joker-Karte, sofern die funktioniert.
Hü, ho, hi, ha, he. Weiter nach oben. Also speichern kann ich aber mal. Mittlerweile 47 oder 48? 48. Nice. Sehr schön. Hälfte geschafft. So. Erfüllt alle Bedingungen, außer es werden Schlüsselkarten benötigt. Ja. Dann hat sie wenigstens einen sinnvollen Nutzen gehabt. Weil nur Lebenspunkte. So, was gibt's denn? Mushu. Als Beschwörungsvieh. Und Sigma als Gegner. Okay. Was bringt der? Er ist ja schon verstärkt Schusskarten. Was sind denn Schusskarten? Aha. Ich weiß ja halt nie, was mit der Dauer gemeint ist, wie die zu verstehen ist. Man da so reinfliegen kann? Nein, offenbar nicht. ja, so ganz. Also, ich war gerade kurz verwirrt. Warum gibt es nur noch einen Ausgang? Also, so richtig gelohnt hat sie es ja nicht. Ich stelle mal ein neues Set zusammen hier. So. Womit fangen wir an? Ich finde die Eröffnung über Gravitas eigentlich gar nicht so schlecht. Und die muss auch noch überhaupt nicht stark sein. Also viel an Punkten kosten, weil so nah am Anfang wird der Gegner hoffentlich noch nicht gleich alle draus hauen. Der Eisflächenangriff ist halt gut für später. Gut ausbalancierte Waffe leicht zu führen. Mächtige Kombo-Abschlüsse. Nicht besonders stark. Also das ist der Königsanhänger. Ach, das sind die Premium-Dinger. Okay. Angriffskarte, die eher schwache Hiebe ermöglicht, aber dafür durch mächtige Kombo-Abschlüsse glänzt. Aha. Also eher nehmen als Herzensbrecher, hm? Gut, all das ausbalancierte Waffe mit durchschlagskräftigem Stoß. Das kann man dann in der Mitte nutzen. Möglichst mächtige Hiebe, aber lange Auszeit nach gegnerischen Karten stechen. Aha. Sehr kurze Erholungszeit, aha. Mächtige Kombo-Abschlüsse. D plus, C plus, was ist denn hier besser? Wenn es Richtung A geht, nehme ich mal an. Mächtige Hiebe. Versuchen wir es doch mal. Dann hier schön stark in der Mitte und
mächtiger Kombo-Abschluss als ab. Ja, als Ende. Jetzt haben wir da nur noch eine Viererkarte. Oh, kriege ich hier nur Neunerkarten hin? Deren Angriff auf Blitz basieren. Mhm. Leicht zu führen. Mit hier Abschlussbonus. Ermöglicht mächtige Kombo-Abschlüsse. Da hätte ich hier so eine reine Neuner-Kombi. Ui, das ist ja auch irgendeine Special Effects Dingens. Die gehört einfach in die Mitte. Ich finde die gut. Ich mag die Nachtschreie, das Design. Ja, allgemein die schwarzen Schlüsselschwerter. Kombo-Abschlüsse. 777. Ich habe keine Ahnung, was. Ob man hier. Kann man von hier aus die Fähigkeiten sehen? Nee, leider nicht. Das sind wieder die Premium-Karten. Die muss ich unbedingt loswerden. Hier noch mal eine etwas schwächere Combo reinpacken. Hier 5, 6. Gibt die 15er Kombi. So, dann würde ich auf jeden Fall noch mal die Eiskarten hier reinschmeißen. Höchstmöglich. Dann Feuer. Feuer. Und Gravitas. Und eine von denen hier auf jeden Fall an dieser Stelle. Alle Magiekarten schnell nach und setzt den Ladezähler zurück. Alle Angriffs- und Magiekarten schnell nach. Davon haben wir halt eine, die kommt ganz ans Ende. Heilungskarten, auch wichtig. Weil es die einzigen richtigen Heilungskarten sind. Dann vielleicht tatsächlich eine von den Ether-Karten. So. Funktioniert nicht ganz. Was kostet die 60? Wir brauchen 14 Punkte weniger, okay. Das wird schon zu viel, aber das hier würde gehen. Aber senkt halt die Chance doch drastisch. Ich nehme die 5er-Karte. Und reduziere hoch dafür die Feuerkarte an dieser Stelle und die Eiskarte an dieser Stelle. Ja. Doch, so haben wir das Maximum an KP ausgenutzt. Bis auf den letzten Punkt, aber hey. Ich habe jetzt einmal den Gravitas-Angriff. Oh, ich kann zuhören, sehe aber nichts, weil ich streame. Was? Du streamst. Ich muss sofort ranschauen, was? Wann streamt der Nin?
1, 2, 3, 4. 4 Angriffe weiterhin. Dafür jetzt deutlich stärker. Vor allem inklusive der 9er-Kombi hier. Eisangriff, Feuer, Gravita-Angriff, Heilung. Zweimal Angriffskarten nachladen, einmal Magie nachladen und einmal alles nachladen. Ich glaube, das ist so ganz passabel. Ich muss auf das Casting-Symbol im Stream-Channel einmal beenden. Dann musst du auf das Casting-Symbol und den Stream einmal beenden. Verwirrt? Okay. 999 plus Nachrichten. Ui. So. Oh, es ist so furchtbar warm mal wieder, ne? Ich mach mal Fenster zu und... Nein. Ich mach mal Licht aus und Fenster auf. Ja. Darf ich eigentlich erwähnen, wie froh ich bin, dass ich diese Spiegelfolien jetzt dran habe? Also ist das überhaupt der richtige Weg hier? Ja. Ich glaube schon. Wieso ist der hier noch am Blinken? Ich weiß nicht, aber es führt keinen Weg dahin, außer über den Bossraum. Hätte ich jetzt noch... Ach, weißt du... Achso, hier geht's noch. Hier ist noch gar nicht entschieden, wie es weitergeht. Eine 1-Plus-Karte. Mhm. Dann nochmal allmächtige Dunkelheit. Nein. So, oh, Gravitas. Hehe, das funktioniert weiterhin. Hervorragend. Achso, ich bin noch auf dem zweiten Set, ne? Oho. Wieso nutzt ihr denn jetzt noch das zweite Set? Na toll. Jetzt kommt kühle Luft herein. So, aber trotzdem Frage, warum bin ich jetzt noch auf dem Set 2? Ah, alles klar. Kombi-Taste? Was ist ein Kombi-Taste? Belege die Kombi-Taste. Die Kombi... ich weiß auch nicht. Ach so, vermutlich hier für irgendwie, wenn ich sage, hier, ich brauche jetzt sofort dringend... Angriffs- und Magiekarte. Kann gerade eh nur hören. Baby will nicht einschlafen. Entferne alle Karten aus einem Set nach Wahl. Nee. Entsorge Karten aus deiner Sammlung. Nee.
Dann will ich es jetzt nochmal mit dem neuen Kartenset zusammenstellen. Ausprobieren. Fallschock gleich zu Anfang jetzt. Okay. Ah. Und weiter komme ich gar nicht. Der Angriff ist stärker, oder? Hui. Ich glaube, ich habe zu früh F gedrückt. Boah, aber jeder Angriff, den ich jetzt zusammengestellt hat, hat völlig zufällig, aber ich habe es halt irgendwie offenbar doch geschafft, einen Spezialeffekt. Muss jetzt noch werden, weil ich plötzlich keinen Turm mehr hatte. Na, was ist denn mit diesen Dingenskirchen? Irgendwie, es wird einmal aktiviert, aber dann passiert nichts weiter. So war das auch nicht gedacht. Wenn wir noch weiter hochgehen, ich gehe mal hier zum Boss. Ich warte vielleicht, bis Nin nochmal was gesagt hat. Von wegen Ton. Bin da. Okay. Na toll. Hör doch mal auf, ständig das Ding da anzugreifen. Gehe ich auf das... auf so ein Item, das in der Gegend rumsteht. So, Schallschock. Plöpp, 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 plöpp. Und Gefecht vorbei. Musste nur Ordi rausschmeißen. Nein. Was macht ihr nur? Ich weiß einfach nicht, was dieses Zantetsuken macht. Oh nein, Premium. Ich will keine Premium-Raumkarten. Nein, Premium-Dingens haben. Spoiler, das Buch ist auf deinem Reader genauso kaputt wie auf meinem. Ja, gut. Also, ich habe gerade für unsere E-Reader die Familienbibliothek eingerichtet. Ach so. So, was nehme ich jetzt von den ganzen Karten für... ich glaube, eine der Feuerkarten. Ich gebe euch nochmal ein paar Momente Zeit, dass ihr da euch einrichten könnt. Und dann geht's in den Bosskampf. Ich nehme mal an gegen Malefiz. Soll dieses Zante-Dienst? Ich muss das echt nachschauen. Na toll.
Ey. Ah, es macht ja nur prozentualen Schaden. So. Ja, es wird ein Problem mit dem Buch selber sein. Warum tritt das dann nur auf dem Reader, aber nicht in der App auf? Und das Tablet ist sonst wo. Würde ja sonst da lesen. So, ich will jetzt aber mal eben nachschauen. Ach, maximal als an Raumkarten. Set? Nee. Status. Hier. Dich eine Karte mach sie damit bis zum Ende des Kampfes unbrauchbar. Das hat überhaupt keinen. Hehe. Was? Wert wo 24 bis 26. Das heißt, ich muss einfach nur mit einer Karte einen Punkt runtergehen. Das ist ja kein Thema. Welche Karte habe ich denn hier? Die Heros sollte ich bestimmt noch in 8er Variante haben, oder? Natürlich nicht. Habe ich die hier in 8er Variante? Ja, habe ich. So, jetzt habe ich zwar wieder ein bisschen mehr an. Achso, ich habe vor allem wegen der Feuerkarte hier was frei. Kann ich die ersetzen gegen eine normale Feuerkarte? Ja, kann ich. So. Dann kann ich die Viererkarte hier vielleicht auch nochmal gegen eine Fünferkarte austauschen. Wie war ich denn? Ich habe 21 Punkte frei, ne? Ja, dann kann ich sogar wieder die Siebenerkarte. Haha, so, 850 von 850 Punkten. Hervorragend. Jetzt würde ich nur gerne abspeichern. Weil der Speicherraum ist so weit weg. Na gut. Kleinen Moment. Das will ich nur eben abspeichern. Die Richtung? Ja. Und hier rechts. Kommt jetzt gerade so schön frisch kalte Luft rein. Angenehm. Ich glaube, ich pendel wieder bei offenem Fenster. Draußen 6 Grad, drinnen 20 Grad, dann ist es morgen wunderbar. Oh je. Ich weiß gar nicht, morgen. Wir haben wieder klaren Himmel, heißt es dürfte eher so Richtung 9 Grad gehen vielleicht. Bodenlose Dunkelheit. Warte mal, von den schwarzen Räumen hier haben wir noch mehr Karten offen. So, dann irgendeine Karte gleich 0. Schwarzer Raum, zack. Und halt die Bosskarte, die Bosskampfkarte. Ach ja. Wir sind wieder in dem Raum, in dem wir den Bosskampf mit Malefiz hatten.
Mein Respekt, dass du so weit, dass du es so weit geschafft hast, Biest. Zum Dank sage ich dir auch, wieso Bell dich abwies. Meine schwarze Magie braucht Herzen von äußerster Schönheit. Bell war perfekt, tief in ihrem Herzen loderte ihre Liebe für dich mit solch ungewöhnlicher Helligkeit. Doch sie hatte meine Pläne durchschaut, indem sie ihre Liebe zu dir leugnete, entzog sie mir ihr Herz. Aber sie hat mich gerettet, mich beschützt. Sie konnte ihre wahren Gefühle nicht verbergen. Ich habe genug gehört. Gib ihr Herz frei, Malefice, sofort. Wenn nicht... Strapaziere nicht meine Geduld. Ist dir nicht klar, weshalb ich dir das alles erzähle? Doch nicht etwa, weil ich so nett bin. Ich habe es nur getan, um deine Zweifel auszuräumen. Jetzt erstrahlt dein Herz wieder in Liebe zu Bell. Ich werde mir auch dein Herz nehmen, Monster. Das wirst du nicht. Ihr wagt es mir zu trotzen? Ihr Narren! Bosskampf mit Drachenmalefiz. Okay, Abwehr gegen Zauber. Ballschock ist schon mal nicht so ganz hilfreich. Ich habe das Problem, dass ich mit dem Schallschock auch die nicht vernünftig treffe. Uff, ich habe keine Leben mehr. Moment. Ach, ich kann mich jetzt mit dieser Plattform hier bewegen. Nice. Na toll. Die Schwertfall-Serie macht hier noch mit am meisten Sinn. Da haben wir mal Vitra reingehauen. Abwehr gegen den Schwertwurf, warum? Der Schallschock hilft mir hier echt nicht viel. Mal gucken, was das Biest so kann. Hoffentlich nicht so viel.
Und ich sollte den Schwertwurf von weiter weg machen. Ich muss mal nachladen. Schwertwurf. Okay, Abwehr, aber es hat Schaden gemacht. Nee, Vitra brauche ich noch nicht. Na toll. Ich habe mal keine Angriffskarte mehr. Okay, geschafft. Puh. Und das mit relativ ineffektiven Methoden. Also, ich hätte eine Menge Möglichkeiten gehabt, noch auszubauen. Durch die ganzen Kombis da nochmal ein bisschen mehr auf Schwertfall zu gehen, statt Schockdingens. Na egal. Oh, Malefiz als schwarze Karte. Malefizdrache. Bell. Wuff. Was für ein Glück. Bitte vergib mir, ich musste grausam zu dir sein. Aber ich konnte meine wahren Gefühle wohl nicht verbergen. Oh je. Ich muss mich bei dir entschuldigen, für einen Moment zweifelte ich an deiner Liebe. Ich möchte nie wieder an diese Verzweiflung denken müssen. Dann tu es nicht, lass uns die traurigen Erinnerungen... Ich hab's zu schnell weggeklickt. Oh, die beiden sind ja voll gefühlsduselig. Wir sollten sie jetzt besser leicht lassen. Gute Idee, lass uns gehen. Weg hier. So, und jetzt wird es interessant, was die Story angeht. Was passiert jetzt mit den... mit der Organisation, mit Namine und so weiter? Kommen wir noch an das Ende der Welt? Refugium des Siegers, heißt der Raum. Das ging schnell. Ja, naja. Ja. Wie gesagt, ich hätte halt noch Optionen gehabt, das auszubauen. Speichern. Es gab kein Level-Up, trotz Bosskampf. Ich bin enttäuscht. Ooh. Who are you? I am Vexen. I have come to collect your debt, Sora. A debt? Sora, do you owe something to this guy? Come on, of course not. Oh, but you do. You owe me for reuniting you with your former friend. No, you don't mean... Indeed, I do. I'm the one who brought Riku to you. Then... you're the one... you're the one who's been controlling him! What have you done with him? I see no need to give you information about where Riku is. After all... why trouble you in your final hour? Wie lange machst du heute? Naja, vermutlich... bis 22 Uhr. Mal gucken. Je nachdem, wie lange die Bosskämpfe hier dauern, vielleicht auch ein bisschen eher. Bei dem geht der Schallschock hier jetzt natürlich wunderbar. Ups, der Schwertwurf dafür nicht.
Oh, jetzt habe ich zu früh F gedrückt. Oh Mann, ich habe direkt meine Karten verbraten fürs Nachladen der Angriffskarten. Alter, da sticht meine ganzen Kartensätze. Was ist los mit dem? Das ist nicht so gut. Ich glaube, hier habe ich eher weniger Chancen gerade. Warte mal. Nein, das war eher nichts. Ja, nun, so viel zum Thema, dass es mit diesem Schock relativ einfach funktioniert. Was mache ich denn jetzt? Der haut ja völlig anders rein als Malefiz. Warum ist der so heavy? Also ich meine, ich fürchte, ich darf bei dem nicht mit Zauberangriffen reingehen, aber ich konnte gerade echt nicht drauf achten. Ich versuch's nochmal kurz so. Mal gucken. Da sagt er einfach nur Abwehr, aber nicht erholt. Also mit diesen Angriffen kann ich ihn schon verdammt guten Schaden machen. Okay, da stand jetzt kurz erholt mit dem Angriff. Jetzt hat er seine Achterkarte da. 12, 7. So, jetzt kriege ich meine Angriffskarten wieder. Nein, null. Ich muss ja echt auf die Kartenstiche achten. Mist. Oh, wie soll ich dem ausweichen? Der holt sich wirklich zumindest durch die Eisangriffe. Wie sieht es denn bei Feuer aus? Das macht ihm normalen Schaden. Ich meine, nein, ich habe keine Lebenskarten hier, keine Heilung. Ich mit zweifachem Goofy. Ach, weil davor noch irgendwie aus irgendeinem Grund ist da was zwischengekommen. Okay, also Eis schon mal raus. Eisangriffe bringen bei dem eher das Gegenteil. Sets prüfen.
Bearbeiten. Hinzufügen. Weiß man, ob man den, also kann man irgendwie eine Empfindlichkeit bei dem herausfinden? Mein guter Eis halt, ne? Dann kann man vielleicht mit Feuer was machen. Halt zwei Supertränke, wovon der Fünfer halt echt schwierig einzusetzen ist, weil der halt echt gute Karten hat, was deren Wertigkeit angeht. Die Gravita brauche ich am Anfang eigentlich auch nicht unbedingt. Was? Er hat mich geblockt. Ich glaube, ich habe gerade meine Heilung viel zu früh eingesetzt. Je öfter ich das hier einsetzen kann, umso besser wird es auf jeden Fall. Oh, den kann man ausweichen. So, jetzt sind wir blockiert gewesen. Autsch, was holt der denn noch aus? Eisnadel. Mist. Ja, es wird besser. Aber die Gravita-Angriffe kann ich am Anfang noch ersetzen. Ja, auch gegen irgendwas Feuermäßiges oder halt ganz normale Angriffe. Ich glaube, das wäre sogar besser. Oder Heilung. Gravita kommt raus. Heilung würde ich halt eher ans Ende packen. Aber ich würde auf jeden Fall gerne mehr Heilung zur Verfügung haben. Okay, so geht's. Okay, versuchen wir's. Aber es wird besser. Finale. Schwertwurf. Betäubt ihn. Nochmal Schock.
Wertfall. So, jetzt haut er da schon. So. Mist. Okay, da sind meine Angriffe wieder. Das ist richtig gut, dass er so geblockt ist. Also blockiert ist er nicht mal. Mist. Oh, gerade in der Rolle gewesen, ey. Ja, jetzt geht das hier nochmal los und danach muss ich mich unbedingt heilen. Okay, einmal hat es getroffen, das ist gut. Okay, Heilung ist durchgekommen. Oh, sehr gut. Rufi, hau rein. Jonah vielleicht auch? Nein, Eis. Oh, verdammt, haben wir dem viel Leben wiederhergestellt mit Donald. Ah, es ist ungünstig. Schwertwurf. Okay, ist fast am Ende. Ich habe gerade aber nur noch Heilungskarten, das heißt, ich muss mal kurz normal nachladen. Okay. Schwertwurf hat schon mal funktioniert. Schallschock, sehr schön. Jawohl. Nice. Richtig gut. Was für ein gewaltiger Unterschied. So Feinheiten in der Kartenkombination machen, ne? Am Anfang ein Lebensbalken und das war's. Mehr haben wir von dem nicht wegbekommen. Und jetzt am Ende, erledigt. Richtig gut. Nehmen vielleicht mal wieder Vitalität. Bei den Bosskämpfen darf man dann vielleicht auch mal wieder auf LP gehen. As I expected, you weren't one to die very easily. As if I'd ever lose to you! I wouldn't be so sure. Did you even notice? I was delving deep into your memory as we fought. And here, look what I found. A card crafted from all the memories that are locked in the other side of your heart. Oh. Wait! Oh. Ich hab's erkannt. Memories. In the other side? Oh ja, das ist ja jetzt schon fast ein Vorgriff. Ui. Sora lernt Frost. Wie Frost? Zweimal Eis und Stopp. Friere umstehende Gegner ein. Eingefrorene Gegner erleiden mehr Schaden, wenn sie angegriffen werden. Oh. Twilight Town. Das kennt ihr noch nicht. Kommt auch erst, ja, später. Oder halt eben jetzt. Ich habe ein ungutes Gefühl, wir sollten vorsichtig sein. Die Kehrseite deines Herzens? Liegen dort alle verschütteten Erinnerungen? Ah, Spoilergefahr, Spoilergefahr. If Sora disappears... That would mess up the organization's plans. I trust that you know what you need to do. Haven't a clue, really. Maybe you could spell it out for me.
Vexen has clearly committed a treasonous act against the organization. You must eliminate the traitor. No taking that back later. A card made out of memories from the other side of your heart? I wonder what it does. We'll find out soon enough. It's the only one we have left. No other way to move forward. Yeah. Was meinst du, habe auch ich meine Erinnerung auf der Kehrseite meines Herzens? Schaurig. Vexen warte nur darauf, uns in die Falle zu locken. Es ist 21.52 Uhr und ich glaube, das ist eine sehr gute Gelegenheit, an dieser Stelle erstmal zu pausieren. Beziehungsweise, ne? Weil das nächste, was halt kommt, hätte ich nicht mitgedacht, dass das hier kommt. Und dementsprechend möchte ich storymäßig erst dann damit einsteigen, wenn wir es auch durchziehen können. Daher herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und ja gut, hallo. Es, wie gesagt, Licht aus, Fenster auf. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann morgen wieder mit WoWS. Nehme ich mal an, denke ich mal, ne? Das darf ja wieder, ne? Und Donnerstag geht's dann mit Kingdom Hearts weiter. So zumindest der Plan in der Theorie. Sehen wir. Kurz was nachschauen. Ja, gute Nacht. Gute Nacht ebenfalls. Schlaf gut. Donnerstag ist für lange Zeit mein letzter Arbeitstag. Das wird seltsam. Ich wünsche auf jeden Fall viel Spaß. Wie lange geht das dann? Ein halbes Jahr, ne? Also. Ja. Oh je, dann darf ich mir die nächsten Wochen ja die ganze Zeit, während ich bei der Arbeit sitze, im Wargaming-Channel ansehen, wie du deine Gefechte machst. Oh. Nein, natürlich nicht. Wir sehr viel zu tun haben. 2 Jahre? Was? Wirklich? Nicht dein Ernst. 2 Jahre? Das wird ja wirklich sehr lange. Respekt. Nicht schlecht. Dass das geht? Faszinierend. Das halbe Jahr war denn? Wow. Okay. Ich dachte, die macht beide. Ja, das ist natürlich. Wirklich eine lange Zeit. Ich meine, gut, mein Kind würde eh schnell rumgehen dann, ne? Aber. Uff. Wow. tja, nun dann. Ja, wir sehen und hören uns garantiert noch. An alle Zuschauer dann vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Gute Nacht. 3 Jahre kann man in Elternzeit gehen. Geld gibt es aber nur 14 Monate. Ah. Gute Nacht auch von mir. Gute Nacht, Nimberry. Nin.
Faszinierend. Ja gut, ja, ne? Ja, gut. Ja, schon faszinierend. Okay, dann, ja, gute Nacht, schlaf gut und man hört und sieht sich. Thank you.